Hallo und herzlich willkommen zu Was geht ab Flash. Mein Name ist Arne und das ist passiert. WikiLeaks hat innerhalb kürzester Zeit jetzt schon zum zweiten Mal neue Unterlagen zu den NSA-Spionageaktivitäten auf die deutsche Politik veröffentlicht. Und wie immer keine große Überraschung, denn immer wenn was Neues rauskommt, dann kommt immer eigentlich raus, dass die Spionageaktivitäten noch größer waren als bis vorher gedacht. So ist auch dieses Mal, denn der amerikanische Geheimdienst hat jahrzehntelang das deutsche Kanzleramt abgehört. Es betrifft also nicht nur die aktuelle Bundesregierung von Angela Merkel, sondern auch die Vorgängerregierungen von Schröder und Kohl. Das Ganze wird ersichtlich anhand einer Liste mit Telefonnummern. Mehr als die Hälfte davon gehören zum engen Umfeld der Bundeskanzlerin und sind zum Teil auch heute noch aktiv. Von wann die Liste genau ist, weiß man nicht, aber wie gesagt, viele von den Nummern sind noch aktuell. Außerdem gibt es auch wieder mitgeschriebene Gesprächsprotokolle aus Telefonaten der Bundeskanzlerin. Da geht es unter anderem um das Verhältnis von Iran und USA, das Vorgehen in der Wirtschaftskrise und auch ihre Meinung zur amerikanischen Zentralbank. Alles Themen also, die durchaus von Interesse sind für die USA und damit potenziell auch für den amerikanischen Präsidenten. Ja, jetzt werden wieder Rufe nach Aufklärung laut, vor allem von Mitgliedern des NSA-Untersuchungsausschusses des Bundestags. Der für solche Ermittlungen zuständige Generalbundesanwalt Harald Range ermittelt noch nicht in diesem Zusammenhang und vorhergehende Ermittlungen zur Überwachung des Handys von Angela Merkel hat er wieder eingestellt. Also es wird immer mehr bekannt, wie sehr amerikanische Geheimdienste vermeintlich verbündete deutsche Politiker abhören oder abgehört haben und immer noch wird so gut wie nichts dagegen getan. 3,5 Billionen Dollar, einfach weg, diese gigantische Summe ist mehr als das Fünffache von dem, was die USA jedes Jahr fürs Militär ausgibt. Und man könnte sich übrigens auch mehr als 20 Mal WhatsApp davon kaufen, dass so eine Summe einfach weg ist. Ist so ziemlich unvorstellbar, aber genau das ist jetzt in der chinesischen Börse passiert. Schon seit mehreren Tagen hat man da das Problem mit ziemlich fallenden Kursen, wo auch dann eben viel Geld vernichtet wird. Seit Mitte Juni ist der Markt in Shanghai um mehr als 30% eingebrochen. Grund dafür war ein vorhergehender Aktienboom, wo es viele Spekulationen gab und auch viele Kleinanleger Aktien auf Pump gekauft haben. Im Juni dann hat die chinesische Börsenaufsicht verkündet, da die Regeln etwas zu verschärfen. Daraufhin haben viele ihre Aktien schon etwas panisch verkauft. Die chinesischen Behörden greifen da jetzt auch massiv ein, zum Beispiel schränken sie die Aktienverkäufe ein, 1300 Firmen dürfen gar keine Aktien mehr handeln, das entspricht ungefähr 40% des Geldvolumens, was an der chinesischen Börse gehandelt wird. Außerdem legt die Regierung ein großes Konjunkturprogramm auf, damit soll Geld in die Bereiche fließen, wo jetzt Geld fehlt, denn waren ja auch viele Kleinanleger dabei, die jetzt viel Geld verloren haben. Das Ganze scheint auch zu helfen, die Lage erholt sich, die Kurse stabilisieren sich etwas, man hatte auch ziemlich Angst, dass sich dieser Trend weiter verbreitet. Bis jetzt war China immer kräftig auf Wachstumskurs, aber das ändert sich langsam. Falls ihr letztes Jahr zu Weihnachten eine Xbox oder eine PlayStation bekommen habt, dann erinnert ihr euch vielleicht, denn das PlayStation Network und Xbox Live waren da tagelang um Weihnachten 2014 rum nicht erreichbar. Grund dafür war der Angriff eines finnischen 17-jährigen Hackers des sogenannten Lizard Squad, online bekannt unter dem Namen Z-Kill. Und der wurde jetzt von einem finnischen Gericht zu einer 2-jährigen Bewährungsstrafe verurteilt und dazu, sich öffentlich gegen kriminelles Hacken auszusprechen. Er wurde insgesamt schuldig gesprochen in mehr als 50.700 Fällen von Cyberkriminalität. Er hatte damals eine DDoS-Attacke, also eine Distributed Denial of Service-Attacke, auf die Netzwerke gestartet. Da überlastet man die Server, indem man sie mit massenhaft Anfragen bombardiert. Der 17-Jährige ist aber nicht nur dafür verantwortlich, sondern auch für eine groß angelegte Belästigungskampagne gegen einen 20-jährigen Amerikaner. Er hat nämlich die Telefonnummer rausgegeben, sodass tausende Menschen bei ihm anriefen. Außerdem hat er mit einem Anruf bei den US-Behörden dafür gesorgt, dass ein SWAT-Team bei ihm in die Wohnung eindrang. Weitere Verbrechen waren Hacks an amerikanischen Elite-Universitäten und Geldwäsche. Ja, und für alle diese Sachen bekommt er jetzt nur 2 Jahre auf Bewährung. Das Hacking-Team Lizard Squad feiert diese Strafe auch ziemlich, weil sie eben so gering ausfällt, denn der kommt noch nicht mal dafür ins Gefängnis. Einen weiteren großen Hack gibt es hier in diesem Video und hier haben wir nochmal mehr zur NSA-Spionage in Deutschland für euch. Ja, was sagt ihr zu der Strafe für den minderjährigen Hacker? Ist das in Ordnung oder zu gering? Schreibt es in die Kommentare. Das war der Flash für heute. Bis zum nächsten Mal.